Wir kommen zu Punkt 19 unserer Tagesordnung, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs Fraktion Die Linke, Hessisches Gesetz zur Schaffung von Clearingstellen sowie eines Behandlungsfonds zur Unterstützung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, Drucksache 20-3961 zu 20-2969. Und für die Berichterstattung darf ich Herrn Pürsün ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Bericht erstatten. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD und Freie Demokraten gegen SPD und DIE LINKE. Vielen Dank, dass Sie unser Rednerpult wieder sauber machen. Vielen Dank für unseren Schutz. Und ich darf Frau Böhm ans Rednerpult bitten. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich spreche heute zu einem Gesetzentwurf, den Sie hier vorliegen haben und zu dem ich sagen muss, Sie haben einen hervorragenden Gesetzentwurf vorliegen. Das muss auch Ihre Einschätzung sein, wenn Sie den Anzuhörenden zugehört haben oder ihnen zugehört hätten. Für diejenigen, die die Gelegenheit nicht hatten, diese super interessante Anhörung erleben zu dürfen, einige Beispiele. Die Diakonie begrüßt den Gesetzentwurf umfänglich. Die Caritas begrüßt den Gesetzentwurf ausdrücklich, ebenso die Caritas Straßenambulanz in Offenbach. Der VdK sichert volle Unterstützung für den Gesetzentwurf zu. Der Marburger Bund unterstützt das Konzept. Mehrere Verbände der Malteser erwarten dringend, dass dieser Entwurf zum Gesetz wird, weil er das ist, was sie unbedingt benötigen. Dort ist allerdings das Vertrauen, insbesondere zu den Grünen, vollständig verschwunden. Ich zitiere einen Anzuhörigen. Bereits vor 10 Jahren habe ich zu diesem Thema an einem Symposium der Grünen im Landtag teilgenommen. Alles im Sande verlaufen. Die Medinetze der Studierenden, die ehrenamtlich Nichtversicherte versorgen, unterstützen den Gesetzentwurf, auch die studentische Poliklinik. Das Gesundheitsamt fordert ebenfalls den landesweiten Ausbau von Clearingstellen und Behandlungsfonds, das Gesundheitsamt in Frankfurt natürlich. Die Clearingstelle Mainz macht deutlich, dass es notwendig ist. Die AOK unterstützt, die Psychotherapeutenkammer begrüßt den Entwurf, auch die KV Hessen begrüßt prinzipiell, Hessische Krankenhausgesellschaft. Die haben noch einige Bedenken, aber sehen die Intention sinnvoll. Ich kann mich an keinen Gesetzentwurf erinnern, schon gar keinen der Opposition, den wir ja selber ohne Hilfe vom Ministerium machen müssen, der eine solch positive Rückmeldung erhalten hat. Und ich hoffe, Sie haben gehört, wie dringlich die ehrenamtlich organisierten Ambulanzen gebeten haben, dass endlich etwas von Seiten des Landes passiert. Meine Bewunderung gilt der Arbeit der 14 Initiativen im Land, die die Not der Menschen sehen oder sie vielmehr nicht mehr sehen können und deswegen ihre Freizeit darin einsetzen und sich engagieren, zusätzlich mit die Spenden anwerben, die notwendig sind für ihre eigene Arbeit. Und bei denen bedanke ich mich ganz, ganz ausdrücklich. Und ich bedanke mich für alles, was Sie für diese Gesellschaft tun, für die Menschen in sozialen und gesundheitlichen Notlagen. Aber auch bei den vielen Ärztinnen und Ärzten in Krankenhäusern und Hebammen, die ohne Bezahlung Menschen behandeln. Damit verhindern Sie noch größeres Leid, damit verschaffen Sie Kindern einen guten Start ins Leben. Sie verhindern, dass Menschen ohne Behandlung bleiben oder frühzeitig sterben müssen. Also ein hervorragender Gesetzentwurf. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich mich ungern selbst lobe. Das Lob gilt vielmehr den Kolleginnen in der Fraktion und den vielen Gesprächspartnern, von deren Erfahrungen wir profitiert haben. Ich war ja sehr gespannt, wie es Schwarz-Grün schafft, die Ablehnung zu diesem Gesetz zu begründen. In der Ausschusssitzung, Dr. Bartelt hat das alles als notwendig angesehen und richtig und will auch einen Teil dieses zu einem eigenen Gesetzentwurf machen. Die Grünen wollen diesen Gesetzentwurf nur möglichst schnell vom Tisch haben. Das ist ihnen super unangenehm.
Alles, was die Initiativen aber jetzt bekommen von Schwarz-Grün, ist ein Hinweis auf den Koalitionsvertrag und eine vage Versprechung, das Thema mit dem anonymen Krankenschein irgendwann anzugehen. Irgendwann ist aber jetzt. Jetzt haben Sie die Chance, diesem Entwurf zuzustimmen. Wir geben Ihnen noch eine Nachdenkfrist bis zur dritten Lesung, die ich bis hiermit beantrage. Jetzt, nämlich gerade in dieser Pandemie, ist es erforderlich, der Not der Menschen zu begegnen. Und ja, es sind viele Menschen, die keine oder nur eine eingeschränkte Krankenversicherung haben oder durch das Gesundheitswesen unzureichend versorgt sind. Es trifft die Selbstständigen, die nicht in der Lage sind, die Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen. Es trifft die Studierenden, die es nicht geschafft haben, vor dem 25. Lebensjahr das Studium zu Ende zu bringen und ihre Beiträge dann selber zahlen müssen. Die müssen sich überlegen, zahle ich den Monat die Miete, den Strom oder die Krankenversicherung? Es trifft diejenigen, die keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, keine Krankenversicherung, Schutz und Angst davor haben, dass ihre Daten an die Ausländerbehörde gegeben werden. Deshalb sollen die Clearingstellen auch an Verbände und Initiativen angebunden werden und anonym beraten. Es trifft die EU-Ausländerinnen, die mittellos in Deutschland leben und leider seit 4 Jahren keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Nicht wenige sind obdachlos davon. Es trifft auch Strafgefangene, deren Versicherung nicht vor der Entlassung geklärt worden ist und die dann oft genug ohne Wohnung und Versicherung auf der Straße stehen. Es trifft ganz oft schwangere Frauen, die nicht wissen, wo sie ihr Kind gebären können, die keine Vorsorgeuntersuchungen erhalten können, wenn sie nicht eine Ambulanz finden, die sie unterstützt. Ich könnte die Liste jetzt fortsetzen. Also es sind nicht nur ein paar Leute. Wenn das Problem keines wäre, gäbe es nicht 14 Wohlfahrtsverbände, studentische Initiativen und andere Einrichtungen in Hessen, und es kommen ständig neue dazu, die diese ambulante Gesundheitsversorgung ehrenamtlich und auf Spendenbasis durchführen. In den Regionen, wo es diese Ambulanzen nicht gibt, arbeiten die Verbände eng mit Ärztinnen und Ärzten und klinischen Einrichtungen zusammen, die bereit sind, die Menschen auf kostenlos oder auf geringer Spendenbasis zu versorgen. Und ich bin überhaupt nicht stolz, diesen Gesetzentwurf vorlegen zu müssen. Es ist der Beleg, dass das Gesetz zum verpflichteten Krankenversicherungsschutz nicht funktioniert. Es ist die Folge davon, dass es lediglich einmal die Möglichkeit gab, die Beitragsschulden in der Krankenversicherung zu erlassen. Das war 2013, nur 4 Monate. Lediglich 10.000 Menschen haben einen Antrag gestellt, 5.000 wurden davon wieder krankenversichert. Und es ist dringend erforderlich, diese Regelung zu ändern. Wir brauchen eine einheitliche Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege, für alle, in die alle nicht nur entsprechend ihre Arbeitseinkommen einzahlen, auch freiberufliche Abgeordnete, einfach alle. So einfach ist das in Dänemark. Dort gibt es keine 130 gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenvollversicherungen. Dort ist das Gesundheitswesen staatlich, keiner fragt nach dem Krankenversicherungsschutz. Es wäre so einfach, wenn man nur wollte. Jetzt müssen wir uns mit den Auswirkungen eines durchökonomisierten und privatisierten Gesundheitssystems herumschlagen. Das gilt nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern. Hier ist es allerdings jetzt erst einmal die Linke. Viele, Bremen und Hamburg, haben die Gesundheitskarte eingeführt. Bremen hat einen anonymen Krankenschein. In Hamburg gibt es eine Clearingstelle, einen Behandlungsfonds. Die Clearingstelle in Rheinland-Pfalz habe ich bereits erwähnt. Die soll zukünftig auch flächendeckend sein, mit einem Behandlungsfonds ergänzt werden. In Berlin können Menschen ohne geregelten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung bei allen niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten ambulante medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Und über die Clearingstelle erhalten sie einen Kostenübernahmeschein. Die Abrechnung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung. Die Mittel stellt der Berliner Senat zur Verfügung. Ähnlich sieht das Thüringer System aus, ein bisschen anders organisiert, dafür allerdings vollständig anonym. Wir wissen jetzt nicht, welches Modell Schwarz-Grün vorschwebt. Allerdings reicht uns der anonyme Krankenschein nicht. Wir wollen, dass möglichst viele in die Krankenversicherung wieder aufgenommen werden, sodass sie selbstständig und selbstverantwortlich ihr Leben gestalten können. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Sie können doch nicht zuschauen, dass Menschen in diesem Land an behandelbaren Krankheiten sterben, weil niemand bereit ist, ihren Krankenversicherungsschutz zu klären oder für die Behandlungskosten aufzukommen, dass Frauen unter prekären Bedingungen ihr Kind auf die Welt bringen, dass Menschen auf der Straße mit Corona leben müssen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, sich behandeln und andere schützen zu können. Ich denke, das können Sie nicht zuschauen.
Für die Freien Demokraten erteile ich nun Herrn Pürsün das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir lehnen den vorliegenden Gesetzentwurf weiterhin ab. Allerdings, und da bin ich ganz deutlich, sind wir der Auffassung, dass das Thema angegangen werden muss. Das werden Sie gleich noch verstehen. Das werden Sie gleich noch verstehen, weil Sie auf den Kern des Problems nicht eingehen. Die Anhörung hat gezeigt, dass das Problem nicht nur die gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung ist, sondern vor allem die Beratung. Die sozialrechtliche Beratung, die wir in allen Landkreisen brauchen. Unser Sozialrecht ist an vielen Stellen sehr komplex und die Verwaltungspraxis ist bisweilen noch weitaus komplexer. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den die Linke viel zu wenig aufgreift. Das führt dazu, dass die handelnden Personen teilweise selbst nicht verstehen, wer woraus jetzt welchen Anspruch hat. Oder auch einfach, wer wo Hilfe finden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss die Gelegenheit auch nutzen, um über unser Kernthema zu sprechen, die Digitalisierung. Gucken, ob die Grünen jetzt auch wieder einen Einwand haben. Die betrifft nämlich auch die Verwaltung, und das ganz erheblich. Wie viel Zeit und Ressourcen könnten wir sparen, wenn wir eine digitalisierte Verwaltung hätten? Wenn Informationen gebündelt würden, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Wenn der Kontakt nicht mehr auf dem Behördenflur stattfinden muss, wenn beim Sozialstaat nicht mehr Warteschlangen und lange Formulare im Mittelpunkt stehen, sondern Lösungen über Smartphones. Das komplexe Sozialrecht und die bürokratische Verwaltung führen dazu, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie sie medizinische Versorgung erhalten können. Selbst wenn sie einen Anspruch darauf haben, ist ihnen das oftmals nicht bekannt und bewusst. Die in den karitativen Einrichtungen Tätigen leisten hier wahre Heldenarbeit. Deshalb sind wir der Auffassung, dass es durchaus Unterstützung geben muss, vor allem um Menschen in bestehenden Strukturen zurückzuführen und zu beraten. Deshalb fordern wir von der Landesregierung, sich mit den Einrichtungen ins Benehmen zu setzen und passgenaue und zielgerichtete Lösungen zu entwickeln. Es gibt hessische Städte und Gemeinden, die bereits sinnvolle und gute Projekte haben. Es gibt viele unterschiedliche Strukturen vor Ort, die unterstützt werden müssen. Wir fordern außerdem, dass geprüft wird, ob die humanitäre Sprechstunde nach Frankfurter Vorbild auch etwas für weitere Gesundheitsämter sein kann. Einen flächendeckenden Verwaltungsapparat von Clearingstellen und damit eine komplett neue und zusätzliche Struktur halten wir aber nicht für die effizienteste Maßnahme. Vor allem deshalb nicht, weil das 1,3 Millionen Euro kostet, nur für den Verwaltungsapparat. Wir fordern, dass das Geld direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Das geht, wenn wir bestehende Strukturen nutzen. Es gibt natürlich Clearingstellen in anderen Bundesländern, die sind aber immer in bestehende Strukturen integriert worden. Das muss auch für Hessen gelingen können. Hier muss die Landesregierung liefern, denn eines hat die Anhörung gezeigt, der Bedarf ist da. Daher, ja, wir können Ihnen auch noch einmal erklären, wie man einen Staat organisieren kann ohne ausufernde Bürokratie. Also Entbürokratisierung ist jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz der Linken. Da sind wir gerne bereit, ein bisschen auszuhelfen. Daher, werte Kollegin Böhm, wir unterstützen das Ansinnen, aber nicht diesen Gesetzentwurf. Als nächstes darf ich Herrn Dr. Bartelt von der CDU nach vorne bitten. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 80.000 Menschen sind in Deutschland ohne Krankenversicherungsschutz. Dies erfordert weiterhin politisches Handeln.
Durch die seit 2009 bestehende Krankenversicherungspflicht konnte diese Zahl zwar mehr als halbiert werden, ist aber in den letzten Jahren auf demselben Plateau. Die meisten Betroffenen waren selbstständig und konnten wegen Insolvenz die Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse oder zur privaten Krankenversicherung nicht mehr bezahlen. Ein weiterer Personenkreis reiste aus dem EU-Ausland ein, und die Gültigkeit der EU-Versicherungskarte war nach 3 Monaten abgelaufen. Weiterhin sind Personen nicht befähigt oder nicht bereit, sich registrieren zu lassen. Ein Teil davon ist ohne festen Wohnsitz. Alle diese Personen benötigen eine Behandlung im Krankheitsfall, und diese muss auch finanziert werden. Weiterhin müssen sie wieder in eine Krankenkasse aufgenommen werden. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag dieses auch beschlossen und werden in dieser Legislaturperiode einen ausgereiften, gut begründeten Gesetzentwurf vorlegen. Wir bewerten es als durchaus positiv, dass die Opposition dies thematisiert. Insofern auch von uns ein Lob. Die Anhörung hierzu zeigte, dass ein Regelungsbedarf von verschiedenen Organisationen besteht. Allerdings ist der Aufbau flächendeckend von Clearingstellen für uns nicht überzeugend. Die Beratung zur Wiedereingliederung in das Krankenkassensystem sollte durch die Krankenkassen und Krankenversicherungen selbst erfolgen. Das müssen wir in Gesprächen mit Ihnen auch fordern. Ein sehr häufiges Hindernis ist die Pflicht zur Nachzahlung für Beiträge für mehrere Jahre. Ein 2013 im Bund geschaffenes Beitragsschuldenentlastungsgesetz sollte deshalb baldmöglichst wiederholt werden. Das würde vielen die Rückkehr in die Krankenkassen ermöglichen. Für die akute Behandlung im Krankheitsfall gibt es an den Gesundheitsämtern in Gießen, Marburg und Frankfurt offene Sprechstunden. Karitative Organisationen bieten ebenfalls kostenfreie Behandlung an. Frau Böhm hat sie aufgezählt. Dies ist aber nicht flächendeckend. Es ist ihm zufolge anzustreben, dass diese Hilfen erweitert werden. Dem dient auch die geplante Bereitstellung von Mitteln aus dem Sozialbudget. Für spezialisierte, kostenintensive und stationäre Behandlungen sollten wir einen Fonds schaffen, der diese finanziert. In diesem Punkt stimmen wir mit dem Antragsteller durchaus überein. Das Problem kann also auch ohne Clearingstellen angegangen werden. Das Geld für solche Doppelstrukturen kann besser für die Betroffenen verwendet werden. Wir sprechen über einen kleinen Personenkreis, ungefähr 0,1% der Bevölkerung. Sie sind aber oft unverschuldet in diese Notfallsituation gekommen, und wir wollen und wir werden diesem Personenkreis helfen. Danke schön. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich nun Herr Bocklet zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, so schön, dass dann die Rede festklebt hier. Ja, trotzdem danke. Ich gebe zu, ich habe bei der Anhörung zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich viel lernen können. Zu der Frage, wieso so viele Menschen eigentlich ohne Krankenschein sind. Und wissen Sie, was das Überraschendste war für mich? Dass bei dieser Anhörung keine der 5 eingeladenen Krankenkassen zugegen waren. Und am Ende der Veranstaltung wusste ich auch, warum. Weil diese Krankenkassen ihren Job nicht machen. Nämlich bei der Beratung, wie man wieder zu einer Krankenkasse kommt. Und das fand ich den eigentlichen Eklat dieser Anhörung, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt eigentlich, eine Doppelstruktur zu schaffen, die Sie ja für 6,7 Millionen, wenn ich im Kopf habe, über 6 Millionen schaffen wollen, ist originäre Aufgabe der Krankenkassen. Ich kann mir so eine Struktur vorstellen, aber dann sollen Sie Krankenkassen finanzieren, weil das ist eindeutig Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es eine Rückkehrberatung gibt, dass es dort eine Schuldenberatung gibt, dass es dort eine Vertragsberatung gibt, weil es doch ganz offensichtlich ist, gesetzlicher Auftrag der Krankenkassen, für diese Gruppen zur Verfügung zu stehen. Und das, was ich gelernt habe, war die massive, die wuchtige Kritik an den Krankenkassen, dass das so nicht stattfindet.
Und dass dann die Lösung ist, wir schaffen ein staatliches Ventil, indem wir diese Clearingstellen schaffen, finde ich persönlich, zumindest in erster Runde, für den falschen Weg. Deswegen wollen wir Ihr Gesetz auch ablehnen. Und es ist angesichts der Frage der Dringlichkeit, wir haben eine Herr Bocklet, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Böhm zu? Wir haben eine Fülle von Möglichkeiten schon jetzt der gesundheitlichen Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz in Hessen, in Frankfurt, in Offenbach, in Darmstadt, Fulda, Gießen, Marburg, Kassel, Wiesbaden. Es ist nicht so, dass Menschen, so wie Sie in Ihrem letzten Satz skizziert haben, womöglich lebensbedrohend gefährdet wären. Sie finden immer Ansprechpartner und Sie finden auch Ärzte und Einrichtungen, die sich um Sie kümmern. Momentan ist das natürlich nur eine Zusatzstruktur, die der Not geschuldet ist, dass die Menschen in dieser Situation sind. Der Kollege Dr. Bartelt hat es, wie ich finde, zutreffend beschrieben. Wenn Selbstständige jahrelang ihre Beiträge nicht bezahlen, muss man natürlich auch über die Frage nachdenken, ist Ihr Modell der Clearingstellen nicht geradezu ein Aufruf, weiterhin auch seine Krankenversicherung nicht zu bezahlen, weil ich ja im Zweifel dann einfach nur an diese Stellen mich wende und dann ohne jemals bezahlt zu haben, dann in den Gesetz von Krankenschutz zu kommen. Ich finde, das ist eine Solidargemeinschaft. Dazu gehört auch, dass ich meine Beiträge bezahle, wenn ich das mal so sagen darf. Und da müssen wir schon mal einen Moment länger drüber nachdenken. Wir haben 3.000 Menschen in Hessen, über 3.000 Menschen in Hessen, die davon betroffen sind. Für diese müssen wir Angebote haben. Erstens haben wir sie, und zweitens hat es der Kollege Bartel zu Recht bemerkt, dass wir, Frau Böhm, halten Sie mal eine Sekunde die Luft an, dann werden Sie noch was lernen können, dass wir für diese Menschen auch tatsächlich, jetzt höre ich die ganze Zeit das Zwischengequäke, Ihre solidarische Zwischenrufe finde ich jetzt schon sehr spannend. Wenn Sie dazwischen rufen, ist das nicht wurscht, oder was? Jetzt aber mal solidarisch jetzt. Aber ja, Frau Böhm ruft dauernd dazwischen und Sie werfen sich jetzt vor Sie. Ich verstehe Sie nicht. Ich kann Sie nicht verstehen, Herr Lenders. Ich kann Sie nicht. Ach, höflich, Herr ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident bittet mich um Höflichkeit. Dann könnte die Frau Böhm vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen und mich einfach mal aussprechen lassen. Dann kommen wir auch zu dem Punkt, dass wir 3.000 Betroffene haben in diesem Land, denen bereits geholfen wird und wir uns auch zugesichert haben, dass wir weitere Strukturen dafür schaffen wollen, dass dieses unkompliziert auch weiter gezahlt wird, damit Ärzte auch nicht in der Rechtsunsicherheit sind, ob sie dieses Geld zurückbekommen. Ob wir eine Doppelstruktur schaffen sollten in der Anhörung, dass das gewünschenswert ist, dass das natürlich ein total schöner Wurst im Schaufenster ist für alle, die gesagt haben, das ist doch super, wenn Sie 6 Millionen ausschütten und dafür Clearingstellen über das Land schaffen. Wer sollte denn da Nein sagen? Würde ich eigentlich als unabhängiger Anhörer auch. Das ist super, so ein Wunschkonzert, ich hätte gerne auch ein paar Clearingstellen. Aber kommen wir doch mal zum Punkt, dazu haben Sie auch keine Antwort. Wenn Sie einen gesetzlichen Auftrag an die Krankenkassen haben und die den nicht erfüllen, warum sollen wir Sie denn laufen lassen, in Gottes Namen? Das ist doch völlig absurd, Frau Böhm. Nein, ich finde, dass Sie da einen falschen Weg gehen. Wir wollen den Menschen helfen, wir wollen nicht Clearingstellen schaffen, sondern wir wollen die zuständigen Stellen, die dafür zuständig sind, tatsächlich dazu bringen, dass sie ihren Job machen. Dann lösen wir das Problem auch. So einfach kann die Welt sein. Und ja, machen wir auch. Wir werden dazu reden. Aber ich verstehe Ihr Problem jetzt gerade nicht, dass Sie Clearingstellen schaffen. Sind Sie immer nur auf diese staatlichen Strukturen fixiert, Sonderstrukturen zu schaffen? Wir haben bei all dem, welche Probleme auftauchen, müssen Sie Millionen ausschütten, um extra Strukturen zu schaffen. Es ist nicht unser Weg. Wir würden gerne Probleme lösen und nicht Strukturen schaffen. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion, einen Moment, es gibt eine, ja. Ja. Auch ohne. Wobei mit Mikrofon ist ja besser, weil der Herr Kollege Bocklet mich ja nicht versteht. Frau Präsidentin, der Kollege Bocklet hat eben zur Kollegin von den Linksfraktionen gesagt, halten Sie mal die Luft an. Das ist sinngemäß genau das Gleiche, was schon einmal in diesem Plenarsaal gerügt worden ist vom Präsidenten, nämlich das Zitat, halten Sie mal die Klappe. Wenn Sie das nachschauen wollen zu den Kommentaren, die vom Präsidenten gerügt werden, gehört das dazu. Ich würde Sie bitten, mal zu überprüfen, ob Sie diese Aussage nicht auch rügen wollen. Ich werde entsprechend einen Protokollauszug anfordern und das werden wir dann im Ältestenrat gemeinsam besprechen. Als nächstes hat sich Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sind wir das nicht alle?
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Clearingstellen können den Zugang zu notwendiger Gesundheitsversorgung für alle Menschen schaffen, aus unterschiedlichsten Gründen, und das haben wir heute schon oft gehört, deswegen will ich es nicht wiederholen, gibt es eben viele Nichtversicherte. Sie alle haben das Problem, bei akuten gesundheitlichen Problemen keinen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung zu haben. Sie sind faktisch davon ausgeschlossen. Und wie das in der Praxis aussieht, das zeigte ausdrücklich die Anhörung. Und ich will nur noch einmal an die Ehrenamtlichen, die hier saßen, erinnern, die ausdrücklich geschildert haben, dass Schwangere aufgelöst zu ihnen kommen, weil das Kind sich ankündigt und sie nicht wissen, wohin mit sich. Dass es viele gab, gerade auch Unternehmer oder Flüchtlinge, die das genau dieselben Probleme hatten und die einfach Hilfe gesucht haben. Also diese Anhörung war wirklich eindrücklich. Und deswegen kann ich auch nur bestätigen, alle haben diesen Gesetzesentwurf begrüßt. Es gab keine wesentliche Kritik an dem Vorhaben und nichts, was ein negatives Votum zu diesem Gesetz rechtfertigen könnte, meine Damen und Herren. Und ganz ehrlich, nach dem Beitrag von dem Herrn Bocklet, ich hoffe nur für alle, dass nie jemand von Ihnen mal in diese Notlage kommt, die Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr zahlen zu können. Und ganz ernsthaft, wenn wir die Grundsatzdebatte führen wollen, ob man versichert ist oder nicht und das leisten kann oder nicht, dann müssen wir eigentlich auch, Herr Bocklet, eine Grundsatzdebatte darüber führen, ob es Tafeln geben darf oder nicht. Da sind wir nämlich am genau demselben gesellschaftlichen Problem, was wir hier diskutieren, warum Menschen sich das ein oder andere nicht mehr leisten können, meine Damen und Herren. Bislang macht es sich die Landesregierung auch herzlich einfach. Sie ruht sich nämlich darauf aus, dass die Versorgungslücke durch die ehrenamtliche Arbeit und den Einsatz von diesen Hilfsorganisationen nicht verschlimmert wird. In diesem Zusammenhang möchte ich auch den Organisationen ein herzliches Dankeschön ausrichten, dass sie so unermüdlich für diese Menschen ohne Gesundheitsschutz sich einsetzen und ermöglichen, dass sie auch Hilfe bekommen in medizinischen Notlagen. Es ist nämlich genau, oder es sind genau diese 14 zivilgesellschaftlichen Einrichtungen in Hessen, die sich gezwungen sehen, meine Damen und Herren, medizinische Versorgung und Beratung anzubieten, weil das Land hier untätig geblieben ist. Das Land kommt seiner menschenrechtlichen Verpflichtung in diesem Bereich einfach nicht nach. Und ich befürchte auch, durch die Corona-Pandemie wird sich das verschlimmern. Ich möchte nur mal daran erinnern, es gibt gerade nicht viel Unterstützung für Solo-Selbstständige, Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende hier in Hessen, um über die Corona-Pandemie gut hinwegzukommen. Und dann werden natürlich solche Zahlen für die Krankenkasse in Notsituationen, die sind dann oftmals nicht mehr erschwinglich. Und die Erfahrung zeigt, dass der Basis- oder Notfalltarif dann auch nicht mehr gezahlt werden können, weil selbst das sind noch 300 Euro und die muss man einfach irgendwie haben. Und deswegen braucht es dann die Beratung und Hilfe der Clearingstelle, meine Damen und Herren. Ich habe es schon bereits im Ausschuss gesagt, der Ausnahmezustand der Pandemie akzentuiert das Problem. Wir können uns die Ausgrenzung von gesundheitlicher Versorgung, die gesundheitliche Versorgung spitzt sich zu, wir können aber diese Ausgrenzung nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Krankheiten noch weniger Behandlung finden, nicht rechtzeitig erkannt werden oder behandelt werden. Und jeder Mensch, meine Damen und Herren, hat das Recht auf jeweils höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Und mit der Schaffung der Clearingstelle würde hier das Land Hessen seiner Verpflichtung endlich ein Stück näher kommen. Daher stimmen wir dem Gesetz dann nach der dritten Lesung zu. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Klose das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Im Grunde lässt sich diese zweite Debatte über den vorliegenden Gesetzentwurf, glaube ich,
in wenigen Worten zusammenfassen. Wir sind uns im Ziel einig, nicht aber im Weg. Es ist völlig klar, dass die Situation von Menschen ohne Krankenversicherung verbessert werden muss. Dass Teile der Bevölkerung auf jede dringende medizinische Behandlung verzichten müssen, dürfen wir auf keinen Fall hinnehmen. Und genau aus diesem Grund hat das Thema auch Eingang in den Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode gefunden. Und im Grundsatz fühlen wir uns durch die Anhörung darin auch bestätigt. Allerdings ist der jetzt vorliegende Gesetzentwurf der Linken zu bürokratisch. Er ist aufgrund seiner Unbestimmtheit nicht vollziehbar und er geht aus der Sicht der Landesregierung an den wirklichen Bedürfnissen der Betroffenen vorbei. Und deshalb möchte ich vor allem auf die Anhörung eingehen, die ja hier im Landtag zu diesem Gesetzentwurf stattgefunden hat. Sie hat nämlich eindrucksvoll vor Augen geführt, dass es in ganz Hessen ein dichtes Netz ehrenamtlich Tätiger gibt, die sich intensiv um die Menschen ohne Krankenversicherung kümmern. Und ich will die Gelegenheit heute auch wahrnehmen und mich ausdrücklich bei allen bedanken, die sich dieser schwierigen Situation widmen. Wir müssen aber auch die Stellungnahmen wahrnehmen, die sich kritisch zu diesem Vorhaben geäußert haben. Und Sie haben ja mit durchaus legitimen Gründen Kritik an vielen Aspekten des Entwurfs geäußert und sich im Kern dafür ausgesprochen, Menschen ohne Krankenversicherung in die bestehenden Strukturen der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung zu integrieren. Und auch diese eher grundsätzlichen, zum Teil aber auch ganz praktischen Kritikpunkte sollten wir berücksichtigen. Insgesamt ist durch die Anhörung noch einmal deutlich geworden, wie heterogen die Personengruppe ist, über die wir hier sprechen. Menschen, die ihren Krankenversicherungsschutz aufgrund einer Selbstständigkeit verloren haben, benötigen eine ganz andere Lösung als EU-AusländerInnen, die von der Vielgestaltigkeit des Sozialrechts in Europa verwirrt sind. Für Wohnsitzlose müssen wieder ganz andere Zugangswege gefunden werden. Und deshalb haben wir es unter der Überschrift Menschen ohne Krankenversicherung eigentlich mit einer sehr diversen Gruppe von Menschen zu tun, die jeweils unterschiedliche und für sie geeignete Lösungen benötigen. Für all diese Personengruppen gibt es bereits Angebote. Sie müssen aber besser vernetzt und für die Frage der Krankenversicherung auch sensibilisiert werden. Und dazu müssen eigenständige Angebote für die einzelnen Personenkreise kommen. Auf genau dieser Basis arbeitet das Hessische Ministerium für Soziales und Integration an einer umfassenden Lösung. Wir werden die Anregungen und Vorschläge der Anzuhörenden dabei berücksichtigen. Es ist aber nach unserer festen Überzeugung dafür von zentraler Bedeutung, die Krankenkassen in diese Überlegungen auch einzubeziehen. Und wir müssen prüfen, ob es nicht einer Änderung auf Bundesebene bedarf, um ehemaligen Selbstständigen und anderen Menschen, die aus einer Krankenversicherung herausgefallen sind, einen Wiedereinstieg zu sichern. In diese Gruppe fallen nämlich teilweise auch sogenannte Scheinselbstständige. Der fehlende Krankenversicherungsschutz stellt in diesem Kreis nur ein Problem von vielen dar, die angegangen werden müssen. Vergleichbares gilt auch für Wohnsitzlose ohne Versicherungsschutz. Auch für sie besteht bereits ein umfangreiches Hilfsangebot, über das eine niedrigschwellige Hilfe auch in Fragen der Krankenversicherung unterbreitet werden kann. Und auch für die EU-AusländerInnen brauchen wir einen spezifischen Zugang, um tatsächlich Änderungen zu bewirken. Um den Studierenden ohne Krankenversicherung zu helfen, brauchen wir die Hochschulen. Und auch hier braucht es einen Dialog mit den Betroffenen. Und schließlich müssen wir prüfen, ob und wie wir mit anderen Bundesländern kooperieren können. Dass Menschen ohne Krankenversicherung leben, ist ja ein bundesweites Problem. Und ich will mich gerne dafür einsetzen, den Dialog mit dem Bund und auch zwischen den einzelnen Bundesländern auch zu diesem Thema weiter voranzutreiben. Sie sehen, das Problem ist vielschichtig. Darum ist es von der Bedeutung für viele Menschen schon, Frau Böhm. Deshalb sollte man es auch ziemlich gründlich und gut machen. Sie sehen, dass das Problem vielschichtig ist, und darum ist es notwendig,
sich die einzelnen Schritte gründlich zu überlegen, zielgerichtet die passenden Maßnahmen zu ergreifen. Die Errichtung einer Vielzahl neuer zuständiger Stellen würde uns dabei kaum eine Hilfe sein, und deshalb empfehlen wir Ihnen, den vorliegenden Gesetzentwurf abzulehnen und damit den Weg zu einer besseren Lösung freizuhalten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es ist dritte Lesung beantragt. Das heißt, dass wir nach der zweiten Lesung nun den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung an den SIA überweisen.